Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 3 vom Nebelspalter. Mein Name ist Dominik Feusi. Da lesen Sie, was nächste Woche aktuell ist. Das wird jede Woche am Freitag um 2:30 rausgejagt. Podcast oder als Newsletter. Ihr könnt beides abonnieren. Das Bundeshausbriefing ist vorerst kostenlos. Aber es freut mich natürlich, wenn Sie zur Unterstützung ein nebelspalter.ch-Abo abschliessen. Aufgrund von der 500. Sendung von unserem erfolgreichen Podcast Bern einfach gibt es das Jahresabo jetzt für 89.50 Franken statt 179 Franken. Das ist 50% Rabatt. Gut, gehen wir in die heutige Sendung. Das gibt diese Woche zu reden. Natürlich, Credit Suisse war das Thema der Woche. In der Sonderarena von SRF am Sonntagabend hat sich die SP-Co-Präsidentin Matthäa Meier über Credit Suisse-Manager aufgeregt, die vom Steuerzahler gerettet werden müssen. Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter hat das nicht auf sich sitzen lassen. Seine Antwort wollte ich euch nicht vorenthalten. Er hat gesagt, die Manager, die du kritisierst, die machen euer Modell. Das ist Manager-Sozialismus. Sie bedienen sich aus einer Kasse, die ihnen nicht gehört. Das ist genau das, was ihr auch macht. Das Lustige ist dabei gewesen, Matthäa Meier hat gelächelt und sogar noch genickt zu dieser Aussage von Thomas Matter. Gut, klar ist, die Politik ist mit dem Deal nicht zufrieden. Es könnte Mehrheiten geben für ein Boni-Verbot, auch für die Mitarbeiter, die tatsächlich hervorragende Arbeit geleistet haben, zum Beispiel bei der Credit Suisse Schweiz. Und weil es so Sachen gibt am Horizont, suchen die es weiter und verlöhnt die fusionierte Bank. Es dürfte auch Mehrheiten geben für noch mehr Too-Big-to-Fail-Regulierung, obwohl genau die sich ja in dem Fall als unbrauchbar herausgestellt hat. Und auch eine nachträglich der UBS aufoktroyierte kartellrechtliche Abspaltung von der profitablen Credit Suisse Schweiz ist populär in Bern. Letzteres wäre im Resultat immerhin ordnungspolitisch sinnvoll. Gern wieder mit Boni für erfolgreiche Mitarbeiter. Aber es wäre natürlich ein zweiter, vermutlich notrechtlicher Staatseingriff, also höchst problematisch. Die Sondersession ab dem 11. April wird zum Schaulaufen für Politiker, die ganz viele Fragen, ganz viele Ideen haben, aber vermutlich nicht mehr viel können ändern. An der Vertrauenskrise in die Credit Suisse und in Zukunft möglicherweise an der Krise in anderen Banken ändert das alles nichts. Bankenkrisen kann man nicht wegregulieren, hat der ehemalige UBS-Chefökonom Klaus Wellershoff in der Arena gesagt. Sie entstehen wegen der Spekulationsblase aus zu viel billigem Geld. Das muss man mal festhalten. Das ist produziert von staatlichen Notenbanken, die ihre Währungen nicht mehr mit echten Wert wie Gold absichern müssen. Das war schon 2008 das Problem und das ist es jetzt wieder. Okay, was nächste Woche aktuell wird. Sicher ist, das Problem Credit Suisse ist noch nicht ausgestanden. Der Abfluss von Kundengeldern sei nicht vollständig gestoppt, das hört man schon seit Tagen hier in Bern. Der Kurs der UBS-Aktie ist unter Druck, das ist auch nicht gut. Und verständlich ist, dass die besten Mitarbeiter von der Credit Suisse davongehen. Sie kommen Angebote über, sie verlassen das Schiff, sie wollen auch gar nicht irgendwie sich der Frage aussetzen, wer denn überlebt, der Kollege bei der UBS oder sie. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie gut überlebt die UBS den Deal? Der Bundesrat wird sich spätestens am Mittwoch wieder mit dem Geschäft befassen müssen. Unter welchen Vorzeichen ist offen. Weil dann Retter über die nötige Sonderbotschaft zum Credit Suisse Deal, dort was darum geht, die Bürgschaft für mögliche Darlehen von der Nationalbank oder auch die 9 Milliarden, die man bei einem möglichen Verlust zahlt, dazu die Rechtsgrundlagen zu schaffen. Ebenfalls Thema sind die nötigen Ausgabenkürzungen im nächsten Budget, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann. Und dann geht es am nächsten Mittwoch im Bundesrat um Beziehungen zur EU. Der Bundesrat Ignacio Cassis will offenbar irgendwie eine positive Zwischenbilanz ziehen, obwohl es ja keine eigentliche real zählende Fortschritt gibt, wie ich im Briefing Nummer 1 schon ausgeführt habe. Dann in der Wirtschaftskommission vom Ständerat wird ab dem Montag hauptsächlich die Agrarpolitik behandelt. Der Nationalrat hat noch mehr ökologische Regulierung als jetzt abgelehnt. Bundesrat Guy Parmelin ist das, glaube ich, ziemlich recht gewesen.
Im Ständerat wird man an dem nicht mehr viel ändern. Die Macht der Bauern hat mit ihrem Präsident Markus Ritter Mitte St. Gallen zu tun. Und eben mit seiner Partei. Ohne die Mitte hat Linksgrün keine Mehrheit. Leider spielt sie die Macht fast nur in der Agrarpolitik aus. Thema ist in der Wirtschaftskommission aber auch das Unternehmensentlastungsgesetz, furchtbar langer Name, und ein Mitbericht zur Regulierungsbremse, wo dann ab dem Donnerstag in der Staatspolitischen Kommission vom Ständerat behandelt wird. Beide Geschäfte sind vom Parlament angestoßen worden. Der Bundesrat hat noch nie Lust verspürt, sich beim Regulieren bremsen zu lassen. Und auch bei den Ständeräten gibt es Vorbehalte, sich selber beim Regulieren zu bremsen. Die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat schaut die Armeebotschaft genauer an. Letzten Mittwoch hat es ja eine entsprechende Information und Hearings gegeben. Und der Zusatzbericht vom Bundesrat zum sicherheitspolitischen Bericht wird ebenfalls besprochen. Er bildet die erste Erkenntnis aus dem Ukraine-Krieg ab. Der Ständerat hat jedoch noch einen zusätzlichen Bericht über die Stärkung der Verteidigungsbereitschaft verlangt, und es ist auch durchgekommen im Ständerat. Der muss jetzt an sich gemacht werden bis im August. Bundesrätin Viola Amherd, sie will nicht als Gegnerin von der Verteidigung dastehen, aber Freude aus dem Druck aus dem Parlament hat sie und ihre Entourage trotzdem nicht unbedingt. Darum muss man auch auf sie Acht geben. Ich nehme an, die Armeebotschaft geht ohne Änderung durch die Kommission, aber wie argumentiert sie, wenn es um den weiteren zusätzlichen Aufwuchs Richtung Verteidigungsbereitschaft geht? Und insbesondere, wie argumentiert sie parallel, wenn es am Mittwoch ums Geld geht, ums Budget im Bundesrat? Und dann achte ich auf Franziska Roth und Priska Seiler-Graf, die beiden SP-Politikerinnen, die ich beide schon mal bei mir bei Fäuse Federal hatte. Sie betonen seit dem Ausbruch des Krieges, wie ernst es ihnen mit einer glaubwürdigen Armee ist und wie veraltet die Forderung aus ihrem Parteiprogramm von der SP, wo ja immer noch drinsteht, man müsse die Armee abschaffen. Die Armeebotschaft ist ein erster Test für die, ich sage jetzt, Kehrtwende. Die Umweltkommission vom Nationalrat wird sich über das Raumplanungsgesetz zweite Etappe, RPG2, beugen. Das ist eine riesige Vorlage, etwa so gross wie der Mantelerlass in der Energie. Da geht es ums Bauen außerhalb der Bauzone. Es ist ein Regulierungsmonster aus dem linksgrünen Bundesamt für Raumordnung, ARE. So nennt sich das, komische Abkürzung. Die Vorlage betrifft vor allem Bauern und sie hat schon eine lange Geschichte hinter sich. Im Dezember 2019 ist sie vom Nationalrat gar nicht behandelt worden. Also die Mitte hat mit den Bürgerlichen für sogenannte Nicht-Eintreten gestimmt. Warum? Habe ich schon gesagt. Bauern heisst Markus Ritter, Mitte sorgt dafür, dass die Mitte mit den Bürgerlichen stimmt und dann kommt es eben gut. Der Entscheid ist nach der grünen Welle bei den Wahlen ein Schock gewesen für die SP und für die Grünen und ehrlich gesagt für viele Journalistenkollegen. Der Ständerat hat die Vorlage jetzt völlig neu aufgeleistet. Es gibt Ausnahmen für die Landwirtschaft, es gibt Ausnahmen für den Tourismus und er hat die Vorlage mit der Landschaftsinitiative verknüpft, die noch radikaler wäre. Richtig glücklich ist man im Nationalrat aber noch nicht. Es geht vor allem noch so um die Pflicht von Rückbau von nicht gebrauchten Bauten außerhalb der Bauzone. Das könnte noch weitere Entschärfungen geben. Ebenfalls Thema wird das Verbandsbeschwerderecht sein. Einerseits bei Anlagen zur Produktion von erneuerbaren Energien. Das ist ja schon in dem Mantelerlass ein Stück weit drin. Aber interessanter finde ich einen Vorstoss von Philipp Bregi, Fraktionschef von der Mitte, wo das Verbandsbeschwerderecht generell bei kleinen Projekten einschränken will. Ich achte auf den Bundesrat Albert Rösti. Eben die riesige Revision vom Raumplanungsgesetz ist das zweite grosse Geschäft von ihm als neuer Bundesrat. Die ursprüngliche Vorlage ist vom Tisch. Er hat also den Spielraum, das Geschäft zusammen mit den Ständeräten und den Nationalräten weiter zu entschärfen. Die Mitte-Nationalräte sind ebenfalls interessant. Beim Mantelerlass haben sie fast durchgehend mit SP und Grünen gestimmt. Aber bei den Wahlen, wenn sie zwar eben einerseits mit einem pointierten Linkskurs Stimmen in der Agglomeration holen, gleichzeitig, wenn sie die letzten Bauern in der Partei nicht vergraulen, der Spagat, der könnte interessant werden und wieder für Frust bei SP und Grünen sorgen. Ja, was sonst noch läuft. Die Finanzkommission vom Nationalrat nimmt am Donnerstag den Nachtragskredit zum Budget 2023 unter die Lupe. Der wird aber erst am Mittwoch vom Bundesrat beschlossen. Es ist ein bisschen brisant, weil der Bundesrat muss dort Geld reintun, das noch der Ueli Maurer, der Bundesbeamte, versprochen hat, nämlich einen Teuerungsausgleich von 2,5
3% statt nur die budgetierten 2%. Angesichts der überhöhten Beamtenlöhne, wir haben auf nebelspalter.ch darüber geschrieben, sie verdienen im Vergleich zur Privatwirtschaft zwischen 6 und 17% mehr, ist es eigentlich ein Nachtragskredit, wo man könnte darauf verzichten. Kredit für den Ausbau der Nationalstrasse und für das Agglomerationsprogramm sind ebenfalls Thema in der Finanzkommission. Die Kommission wird immer so ein bisschen auch von den anderen Kommissionen dann, eingeladen, einen Mitbericht dazu zu machen. Dann finde ich noch brisant, eine Subkommission von der Sozial- und Gesundheitskommission vom Nationalrat, sehr kompliziert, befasst sich am Dienstag mit der Legalisierung von Cannabis. Angestoßen worden ist der Vorstoß vom Mitte-Nationalrat Heinz Siegenthaler, Bern. Der Vorstoß will die Freigabe für den Konsum und ermöglichen. Das ist ein Thema, das es eigentlich seit 20 Jahren gibt. Der Kanton Bern will da mit einem Pilotversuch vorangehen. Gleichzeitig will er, und das ist doch wichtig für den Heinz Siegenthaler, der nicht mehr so ein Jungsemester ist, dass Minderjährige von den psychoaktiven Drogen geschützt werden. Ich habe mich ein bisschen gefragt, angesichts der einfachen Erreichbarkeit von Cannabis heute, fragt man sich, wie denn das genau soll geschehen. Aber können wir gespannt zuschauen. Das sind die wichtigsten Themen von der nächsten Woche. Heute vom Freitag, 24. März ausgeschaut. Wenn Ihnen das Bundeshausbriefing gefallen hat, dann empfehlen Sie es weiter, schicken Sie den Link für den Podcast weiter oder machen Sie unten dran die schriftliche Variante auf und mailen oder SMSen die Variante weiter. Dann kann man nämlich auf einen Knopf drücken, Bundeshausbriefing abonnieren. So kommen Sie auf die Liste und kommen jeden Freitag um 2:30 ein Mail über und direkt auch den Podcast. Tun Sie es in dieser App, die Sie jetzt gerade hören, das abonnieren, bewerten, bin ich ebenfalls sehr froh. Hat es Ihnen gefallen, bringt euch das etwas? Ich probiere es möglichst auch informativ zu halten, sodass wir Leute, die interessiert sind an der Politik oder vielleicht selber eine Rolle spielen, gut informiert in die nächste Woche gehen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis am nächsten Freitag, Ihre Dominik Feusi. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.